So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar ein kleines Unboxing-Video. Hinter mir steht nämlich dieses Paket und hinter dem Paket sitzt nämlich der Adi Schatz. Guck, Adi Schatz. Und das kam irgendwann schon vor ein paar Tagen an. Ich bin extra nicht an die Tür, als es geklingelt hat, weil ich mir dachte, das kann ja nur die Post sein. Jetzt haben die das extra in einen Paketshop gepackt. Ich musste mir das jetzt extra abholen beim Lidl, beim Friedhof. Und irgendwie, warte mal, ich habe den Klodeckel gar nicht zugemacht. Kein Wunder, dass es gerade so unbequem war. Das ist das Paket von Master Gossi. Jetzt weiß ich nicht, was da drin ist, in dem Sinne, aber das fühlt sich total komisch an. Hier steht riesengroß, erstmal zerbrechlich. Das ist eine stabile Wand. Jetzt kommst du zu der Seite und das ist so weich und komisch und alles voll Klebestreifen, dass der Adi schon die ganze Zeit angefangen hat, den Klebestreifen abzuziehen. Ist immer hier ran mit seinem Maul und hat das immer so weggezogen. Ich habe das wieder dran geklebt. Hier hat er auch versucht, das schon alles aufzureißen, aufzumachen. Was wirklich jetzt da drin ist, das sehe ich jetzt gleich, wenn wir es öffnen. Ich hoffe, da ist nichts ausgelaufen oder sonst was. Wir nehmen uns jetzt mal hier diese Schere. Wir werden das jetzt einfach mal hier aufschlitzen. Einmal so drüber und ich glaube, wir haben direkt ins Paket rein. Oh mein Gott, da ist ein richtiges Papier drum, alles drum geklebt. Ja, Adi, kannst du noch mal drauf laufen? Das ist jetzt hier wie Schlittschuhlaufen auf dem Eis. Nachdem wir das abgemacht haben, bleibt gar nicht mehr so viel übrig. So. Eigentlich ist es komplett sinnlos, dass ich das abmache. Ich hätte ja oben einfach den Deckel aufmachen können und dann hätte ich schon gesehen, was drin ist. Dann hättet ihr das gehabt. Ich mache es aber trotzdem jetzt mal so. Hier ist nämlich, pass auf, aus dem Spar ein Karton mit Buttercroissant. Das ist aber nur die Verpackung, denke ich. Wir machen es also jetzt richtig auf. Und haben ein richtig flauschig, fluffiges Paket, was natürlich hier mit Füllmaterial, also hier alles so Zeug, so Folie da, damit auch nichts kaputt geht, haben wir eine hier, können wir hier reinlegen, haben wir eine zweite da, können wir hier reinlegen, da können wir Adi sein Bett zurecht machen, dann haben wir noch ein drittes da, was wir hier reinlegen können. Adi, was ist? Hüpf! Adi, hopp! Adi, hopp! Adi guckt nur, ich glaube, Adi will nicht springen. Adi hat irgendwie, der hört die Hunde draußen bellen. Und da steht, glaube ich, noch die Adresse drauf. Aber die Videos guckt ja eh keiner. Und die, die das gucken, die haben ja eh die Adresse schon. Also ist es auch, glaube ich, egal. Was haben wir jetzt hier drin? Wir haben einmal, Gossi hat gesagt, sie hat sich Samyang-Nudeln bestellt. Und zwar hat sie sich die Grünen bestellt, weil die Grünen sind angeblich die mildesten mit der wenigsten Schärfe drin. Aber selbst die grünen Samyang-Nudeln fand sie zu scharf für sich und hat gefragt, ob ich die verlosen will vielleicht an die Zuschauer. Ich habe gesagt, ach, das ist ja Quatsch, da schickst du das her, dann schicke ich das wieder weg. Dann schickst du halt mir, wenn du sie nicht magst, ich esse die gerne. Jetzt habe ich hier also diese schönen Samyang-Jia-Yang. Nudeln, Ramen-Nudeln, hier noch eine Packung, hier noch eine Packung, gleichzeitig hier drüben ein ganzes Pack Samyang Buldak Cheese-Nudeln, die hat sie wahrscheinlich gar nicht erst probiert, weil die, wenn die grünen schon zu scharf sind, dann wird sie nicht erst auf die gelben umgestiegen sein, da also nochmal ein 5er-Pack zum Schlecken, dann haben wir hier was für ein Adi dabei, Molly Premium, Lamm Minis, auch aus dem Spar. Das sind kleine Sticks, Würstchen, was weiß ich, also ein Snack für zwischendurch. Immer wenn er im Flur verschwunden ist und ich rufe ihn, kriegt er ja einen Snack von mir, wenn er reinkommt, ohne dass ich ihn holen muss. Hergestellt in Österreich, Molly
Premium-Snacks für die Katze. Einmal hier noch Whiskas-Sticks. Die isst er auch sau gerne. Also so Sticks sind immer eine coole Sache. Weil man die eben auch so aus der Hand füttern kann, so aufteilen kann. Dann habe ich hier Bier. Pass auf. Ihr habt hier, habt ihr das Salzburger Stiegel Goldbräu. Das Stiegel haben sie doch letztens beim Schänder im Flock wieder gesoffen. Dann haben sie hier Kaiser Fasstyp. Ne? Kaiser Fasstyp sieht auch gut aus. Mit österreichische Brautradition, Premium-Qualität. Ich hätte mir eigentlich alle Bierdosen mal sammeln müssen. Dann haben wir hier Gösser Märzen, damit ich immer schön für Montag wieder was zum Trinken habe. Also Gösser Märzen ist dabei. Zipfer Urtyp haben wir dabei. Das Paula hat damals auch mal ein Bierpaket geschickt, auch mit tollen Sorten aus Österreich. Wieselburger Bier Gold. Wieselburger sagt mir also auch was. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist der Energy Drink aus dem Spar. S Budget Budget Energy Drink. Wassermelone, Limette und Kokos Heidelbeer. Das sind auf jeden Fall besondere Sorten. Sie hatten Thomas da, glaube ich, mal ein Paket geschickt auch. Und der hat da so Energy Drinks drin gehabt und ich nicht. Und ich habe gesagt, boah, geil, Thomas. Die finde ich ja interessant, die sehen cool aus, die gibt es bei uns gar nicht, kenne ich gar nicht. Das sind die nämlich hier von irgendeiner komischen Marke, was auch irgendwie so eine Polenmarke, irgendwas wird das auf jeden Fall sein, mit Wassermelone, Energy Wassermelone, Budget, also Budget, sieht gut aus, wird getestet bei Ramses Kitchen auf jeden Fall, die Energies, der hier mit Limette, auch cooles Design, der leuchtet richtig, ist bestimmt günstig, aber schmeckt bestimmt trotzdem. Energy Drink Kokos Heidelbeere, auf jeden Fall die richtig geniale Kombination mit Kokos und Heidelbeeren. Und seid ihr Kokos-Fans? Kokos ist auch sowas, was die Nation spaltet. Die einen lieben Kokos über alles, die anderen mögen das überhaupt gar nicht. Entweder liebt man es oder man hasst es. Es gibt keine, die sagen, gelegentlich esse ich das mal. Und hier, wer hätte es gedacht? Mein Lieblingsbier, wirklich, seitdem ich das einmal probiert hatte, dieses Freistädter Ratsherren Premium, das hat mir so gut geschmeckt. Am Montag habe ich mal gesagt, ich habe alles durchprobiert, das ist das Bier, was mir am meisten aufgefallen ist, mit dem besten Geschmack. Richtig süffig kannst du trinken, nicht zu bitter, nicht zu leicht. Hat 5,2, ist ein Vollbier, also 5,2, die Prozente stimmen auch. Und da hat sie jetzt hier auch nochmal drei Flaschen reingepackt. Hier ist die zweite Flasche. Hier drüben ist noch die dritte Flasche. Adi ist schon wieder am Start. Also Dankeschön. Schon alleine für mein Lieblingsbier hat sich's gelohnt, dieses Paket zu öffnen, das einzupacken, zu schicken. Die Samyang-Nudeln dabei. Für den Adi noch was dabei. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich hier oben und so wild, weil ich hier dran rummache. Energies dabei. Drinks für Montag dabei. Ich glaube, das Ratsherrn wird jetzt mein Genussbier. Wenn ich wirklich mal Bock auf ein Bier habe, werde ich das trinken. Die anderen werde ich montags mir mal reinziehen. Die Energies werde ich testen für Ramses Kitchen. Die Samyang-Nudeln werde ich so essen nebenbei. Grüße gehen raus an Master Gossi. Dankeschön für dieses tolle Paket. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi. Ne? Guck, so hat er das ungefähr gemacht. Immer wenn er was weggehangen hat, ist er hin. Und dann hat er immer das gefressen. Und deswegen musste ich das jetzt anders machen. Ja, du bist gemein. Du. Der sieht aber komisch aus. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.